Haben wir noch eine absolute Powerfrau, die schon hier rechts neben der Bühne steht. Sie ist Frohnatur, Yogalehrerin und Autorin. Mit dem Gründen ihrer eigenen Yoga-Ausbildungsschule 2016 hat sie sich einen ultimativen Traum erfüllt. Hier ist Nancy Krüger. Das kriegen wir doch hin mit dem Mikrofon. Bitte schön. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Nancy und wir reden heute über die Schönheit des Scheiterns. Ihr merkt schon, die heißen Themen reihen sich so aneinander, Krisen, Scheitern, danach kommen die Fuck-ups. Aber es scheint ein wichtiges Thema zu sein, wenn man über das Unternehmertum nachdenkt und gut darauf vorbereitet zu sein, nimmt einem, glaube ich, viel Arbeit ab. Wenn wir Unternehmerinnen sind oder Gründerinnen, dann haben wir eine Vision. Die hat eher einen beständigen, statischen Charakter, ja, wenn es eine gute Vision ist. Und der Weg zur Erfüllung oder Erreichung dieser Vision oder meines Ziels ist eher durch Beweglichkeit, Agilität geprägt. Ja? Der Weg lebt von meiner Flexibilität, meiner Anpassungsfähigkeit, je nachdem, was mich so auf dem Weg erwartet. Weil der Weg zur Erreichung meiner Vision besteht natürlich darin, rauszufinden, was funktioniert, ja, was ist von Erfolg gekrönt, aber ich muss auch wissen, was funktioniert nicht, ja, also den Misserfolg und das Scheitern brauche ich genauso. Das sind so die Weichensteller, um mir den Weg zu ebnen zu meinem Ziel. Und weil das Scheitern so ein unverzichtbarer Bestandteil ist vom Erfolg, will ich heute ein bisschen mehr mit euch darüber sprechen. Und dazu mal an euch die Frage, wenn ihr so hört, Scheitern, Misserfolg, wer fühlt sich da angesprochen und kann behaupten, Scheitern, ja, da war ich schon mal dabei, habe ich schon mal erlebt. Mal kurz Hände hoch, wer schon mal so richtig auf die Nase gepurzelt im Leben. Okay. Und meine zweite Frage ist, wenn man da also so scheitert, wer verbindet das eher mit einem negativen Gefühl? Auch noch mal kurz Hände hoch. Okay. Also ich glaube, es waren genauso viele Hände für ja, ich bin gescheitert, wie Hände für das Gefühl war nicht so super. Und ich würde ganz gern mit euch darüber sprechen, woher dieses negative Gefühl mit dem Scheitern eigentlich kommt, weil das ist oft der Grund, warum ich manche Dinge gar nicht wage, ja, aus Angst vorm Scheitern. Und jetzt ist es so, wenn ich Erfolg habe, fühlt sich das super an, ja, das, was ich mache, gelingt, das, was ich mache, ist super und für mich im Hirn ist es das Gleiche wie, ich bin super, macht mir natürlich ein wunderbar wohliges Gefühl. Was der Erfolg nicht so gut kann, ist mich anzuregen, mich weiterzuentwickeln, in Frage zu stellen, zu reflektieren. Das ist etwas, was der Misserfolg oder das Scheitern als Qualität mit sich trägt, was ganz wichtig ist. Aber das Scheitern hat halt den Nachteil, dass es sich uncool anfühlt. Jetzt können wir ganz logisch verstehen, okay, Scheitern gehört dazu, zur Erfüllung meiner Vision, aber jetzt wissen wir auch aus unserem Alltag, wir sind Menschen und zum Menschsein gehört menschlich sein mit dazu. Wir sind nicht immer vernunftbegabt. Wir haben all diese Gefühle in uns, ja, die uns manchmal überwältigen. Und im Kontext vom Scheitern ist es so, dass es zwei psychologische Grundbedürfnisse gibt, mit denen wir in Konflikt kommen und die dazu führen, dass sich dieses Scheitern so unangenehm anfühlt. Und das erste davon ist die sogenannte Kohärenz, ein erklärungsbedürftiger Begriff. Unter Kohärenz versteht man, dass ich das Gefühl habe, mein Leben im Griff zu haben. Und dazu gehört auch, dass mein Leben Sinn hat. Ja, dass es in meinem Leben etwas gibt, was Bedeutung hat. Was ist jetzt das Problem beim Scheitern? Das Problem ist das, dass wenn ich da Ressourcen, Energie und Zeit reingesteckt habe, vielleicht sogar auch schon investiert habe, also auch noch Geld reingesteckt und dann scheitere, dann kommt mir das sinnlos vor. All die Dinge, die ich da reingesteckt habe vorher, sind sozusagen verpulvert und führen ins Nichts. Ja, dieses Gefühl oder das Bedürfnis nach Kohärenz wird durch Scheitern leider nicht erfüllt. Und das zweite, für uns wahrscheinlich meist noch wichtigere psychologische Grundbedürfnis, was mit dem Scheitern zusammenhängt, ist das Thema soziale Anerkennung. Leider ist es oft so, dass wenn wir Erfolg haben, der Applaus tönt und wenn wir Misserfolg haben, die Stille einkehrt, mit der können wir schwierig umgehen. Wir sind Menschen, die davon leben, dass andere uns zurückbestätigen, du bist gut,
es passt, alles super. Wenn das ausbleibt, gibt's in uns drin leider oft eine enge Verknüpfung damit, dass, wenn die soziale Anerkennung ausbleibt, automatisch auch mein Selbstwertgefühl abnimmt. Wenn ich von außen nicht zurückbestätigt bekomme, du bist super, oder vielleicht sogar das Gegenteil, du bist gescheitert, was hast du denn da gemacht, oh Gott, wie konntest du nur, was für ein arger Fehler, dann ist damit meistens verbunden, dass den Wert, den ich mir selbst gebe, dass der kleiner wird. Und all das sind echt keine schönen Gefühle, ja. Deswegen geht es uns meistens so, dass wir, wenn wir an Scheitern denken, keine angenehmen Erinnerungen daran haben. Und die Kunst, mit diesen Gefühlen umzugehen, besteht darin, erfolgreich zu scheitern. Und das macht man so, indem man das Problem, was man hat oder den Fehler, den man da hat oder erkannt hat, dass man versucht, den unpersönlich zu nehmen, die Identifikation mit diesem Problem sozusagen zu lösen. Weil ich neige dazu, innerlich zu sagen, nicht, ich habe ein Problem oder ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin das Problem und ich bin auch der Fehler. Das ist meist etwas, was mich eher erstarren lässt und eher zum Stillstand animiert. Ja, ich traue mich da nicht weiterzumachen, weil ich will irgendwie so zukünftige Gefühle der Art lieber vermeiden. Und jetzt ist es aber so, wenn wir scheitern, ist ja oft nicht gleich alles vorbei. Ja, es ist meistens erst dann vorbei, wenn wir stehen bleiben und aufgeben. Aufgeben ist für uns als Unternehmerin und Gründerin keine Option. Es gibt natürlich Ideen, die sind auch mal scheiße und die muss man auch mal liegen lassen und weiter geht's, ja. Aber wir reden ja hier eher vom Scheitern auch so im kleineren Ausmaß und das sollte mich niemals dazu animieren, stillstehen zu bleiben, weil das Scheitern selbst hat nur eine Botschaft und das ist, hey, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da etwas, was ich noch nicht wusste, was ich vielleicht noch nicht beherrsche. Es gibt irgendwo ein Feld zu entdecken, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja, und unsere Aufgabe ist nicht wegzurennen, sondern zu schauen, hey, wie schaut diese Luft aus, diese Luft zu erforschen. Scheitern als Begriff kommt vom Wort Scheit, vom Holzscheit. Also ich habe so einen Baumstamm, will Feuer machen und zerhacke mit meiner Axt ein großes Stück Holz in kleine Teile. Ja? Da kommt dieses Zerbrechen, ja, auch dieses Zerbrechliche her, was wir im Scheitern empfinden. Jetzt kann ich das so betrachten oder denken, hey, wenn ich da jetzt schon so Holzscheiter habe und irgendwas zerbrochen ist, wie kann ich denn mit denen Feuer machen? Und wie macht man Feuer mit Scheitern? Indem man beginnt, das eher experimentell zu betrachten und die Gründe zu erforschen, zu schauen, hey, was fehlt da noch? Was kann ich daraus lernen? Was ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle schiefgelaufen, was zu dem und dem Ergebnis geführt hat? Was kann ich reflektieren über den Weg, den ich da beschritten habe? Woran bin ich denn eigentlich gescheitert? Ich kann mich auf die Gründe für mein Scheitern fokussieren und dadurch ein bisschen offener werden für mögliche Lösungen und für mein Weiter-Fort-Bewegen. Wenn ich stehen bleibe, ist wahrscheinlich das Schwierigste an dieser Erfahrung, dass ich mir Erfahrungen raube. Immer wenn ich nicht weitermache, stehle ich mir selbst Erfahrungen. Das Gegenteil vom Erfolg, denken wir ja oft, ist Misserfolg. Ich glaube ganz fest daran, dass das Gegenteil vom Erfolg das Nichtsmachen ist. Es gibt so diesen schönen Spruch, wer nicht scheitert, macht wahrscheinlich sonst auch nicht viel. Ja. Und dieses Nichtsmachen ist auch nicht etwas, was unseren Selbstwert stärkt oder unseren Sinn des Lebens großartig erhält. Es ist in Wahrheit keine Option. Es ist einfach nur gemütlich. Ja. Und manchmal ist Bequemlichkeit schön, aber es gehört eher abends zu Netflix und den Chips, aber nicht in unser Unternehmerinnen-Dasein mit dazu. Wenn uns es nicht gelingt, so ein Problem oder so eine Krise unpersönlich zu nehmen, dann deswegen, weil unser Ego sich da einmischt. Davon habt ihr schon viel gehört. Ich finde die Vorstellung beim Ego immer ganz schön, dass das ein Stickerautomat ist. Ein Stickerautomat, auf dem der Buchstabe M steht. Weil dieses Ego macht aus ein Problem mein Problem. Es macht aus ein Auto, mein Auto, es macht aus einem Job meinen Job. Und ich glaube, spätestens beim Vergleich ein Mann,
und mein Mann oder eine Frau und meine Frau, merken wir gleich, da passiert etwas in unseren Köpfen. Die Dinge kommen nahe an uns ran, wenn dieses M vor den Dingen steht. Je näher die Dinge an uns dran sind, emotional oder auch beruflich und sachlich, je mehr werden wir verletzbar. Da kommen Sorgen und Ängste ins Spiel. Ja, das ist, was dieses M so ein bisschen tricky macht. Wenn ich schaffe, aus mein Problem ein Problem zu machen, dann gelingt es mir besser, ein bisschen mehr Distanz zu dem Problem zu bekommen und mehr Möglichkeiten zu sehen, die ich habe. Ja, von dem Punkt aus, an dem ich jetzt gerade stehe. Und dass wir grundsätzlich diese Fähigkeit besitzen, Distanz zu einem Problem einzunehmen, erkennen wir fast jeden Tag aufs Neue. Weil wenn wir ein Problem haben, dann tendieren wir dazu, schneller mal festzustecken, uns mal einzumurmeln zu Hause und zu glauben, oh Gott, die Welt ist furchtbar. Aber wenn wir jetzt andere Leute treffen und die erzählen uns von ihren Problemen, ja, also einem Problem, dann ist es oft so, dass wir uns relativ schwer tun, die Leute überhaupt zu Ende erzählen zu lassen, weil wir wollen unbedingt schon Lösungsvorschläge machen und gute Ratschläge geben. Weil in dem Moment, wo das Problem nicht meins ist, sondern eins, habe ich auf einmal so eine ganze Werkzeugkiste offen und weiß sofort, hey, guck mal, das könntest du machen, das probier doch das mal aus und so weiter. Wenn das Ego anfängt, sich einzumischen, dann verwickel ich mich in das Problem und habe wie so ein Brett vorm Kopf, könnte man sagen. Auch später, wenn hier nach mir noch die Fuck-Up-Leute kommen und erzählen, wo sie so grandios gescheitert sind, um euch mitzuteilen, was sie daraus gelernt haben, werdet ihr merken, das ist für euch total unproblematisch. Ja? Einfach nur zuzuhören, wenn andere über ihre Probleme erzählen, das ist sogar irgendwie angenehm. Ja? Man kann sich für einen Moment groß fühlen, ja, wenn wir andere von seinen Fehlern redet. Hier auf der Bühne zu stehen und von seinen Problemen zu reden, ja, und von seinen Projekten, die gescheitert sind, wissen wir alle, erfordert so wesentlich mehr Mut, ja, weil an den Leuten ist es nah dran, das hat die berührt, ja, weil sie es zu einer persönlichen Sache gemacht haben und wahrscheinlich den Ausweg auch erst gefunden haben, wenn sie so ein Stück zurückgegangen sind, die Sache nochmal versucht haben, aus der Vogelperspektive zu betrachten. Um das zusammenzufassen, erfolgreich scheitern besteht darin, diese Probleme, die mir auf dem Weg zur Vision begegnen, unpersönlich zu nehmen. Ja, ich muss ein bisschen diesen Stickerautomaten vom Ego bändigen und ein paar weniger M's produzieren, um in die Weite zu kommen. Was dann passiert, ist Folgendes. Wenn es mir gelingt, mit ein bisschen Distanz auf dieses Problem zu blicken und nicht sofort meinen Selbstwert deswegen in Frage zu stellen, bekomme ich einen klaren Geist. Ja, der ist nicht mit 1000 Baustellen beschäftigt, sondern konzentriert sich auf dieses Problem und auf das, was man damit machen kann und was man Cooles daraus holen kann, als Information, als Learning und so weiter. Und wenn es mir gelingt, diesen Geist so klar werden zu lassen, dann weiß ich auch immer, was ist von da, wo ich stehe, der nächste sinnvolle Schritt. Und nichts weiter brauche ich, wenn ich scheitere. Eine Idee, was ist das nächste Sinnvolle zu tun? Und es hat ganz viel einfach nur mit meiner Perspektive, mit meinem Blickwinkel auf dieses Scheitern zu tun. Ich habe gestern passenderweise so ein Instagram-Video gesehen. Ja, da stellen sich diese verschiedenen Perspektiven ganz gut dar. Man sieht so einen Türrahmen und der ist mit so einem breiten, durchsichtigen Paket-Tick so zugeklebt quer. Und dahinter müsst ihr euch vorstellen, stehen zwei kleine Kinder. Ich schätze, sie waren so 3 oder 4. Und dann gibt's dieses eine Kind und es steht vor diesem Tick-So-Band und kommt halt nicht durch die Tür. Ja, steht so direkt vor diesem Klebeband. Und was tut es? Es fängt an zu weinen, weil Problem, ich habe keine Lösung. Ja, Tunnelblick. Ja, ich sehe nichts, wie ich hier rauskomme aus dieser klebrigen Situation, wenn man so will. Und daneben ist ein Kind, das nimmt schon gleich mal so ein bisschen Abstand zum Klebeband und schaut sich die Tür so mal an. Ja, das zoomt sozusagen raus und erweitert den Blickwinkel. Ja, klebt nicht fest im Problem, sondern schaut mal, was gibt's hier so zu entdecken? Und dann sieht dieses Kind, ach schau mal, da unten auf Bodenhöhe, ja, ist so ein 30 Zentimeter Stück, was gar nicht zugeklebt ist. Dann sieht das Kind dieses Stück, klettert durch, ist völlig entspannt, während das andere verdutzt guckt, aber immer noch weint. Und das ist dieser Perspektivenwechsel, den es braucht, wenn ich scheitere. Ja, ich kann mich in mein Problem verkleben oder verwickeln oder ich kann versuchen, ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen, es unpersönlicher zu nehmen
und sehe dann einfach viel mehr Möglichkeiten, was ich aus dieser Situation herausholen kann. Dann kann ich diese Qualitäten, die das Scheitern eigentlich in sich trägt, voll ausnutzen. Und oft komme ich meist beim Scheitern auch erst so richtig in Kontakt mit den Möglichkeiten und mit den Kräften, die ich eigentlich so habe. Ja, und kann mein Potenzial manchmal viel mehr entfalten, als wenn die Linie immer geradeaus geht Richtung Erfolg. Das Ziel im Umgang mit dem Scheitern ist also, diesen klaren Geist zu kultivieren, weil wenn ich den habe, habe ich auch alle Antworten in mir. Da brauche ich nicht 1000 Leute und Coachings und Leute, die mir erzählen, wie es hier weitergeht und Ratschläge mir geben, sondern dann werde ich selber zu dieser Schatzkiste und kann mir all diese Antworten selbst geben und werde wahrscheinlich immer zu den Besseren kommen, als wenn jemand anderer mich da beratschlägt. Und dann kann ich das Scheitern auch als den Korridor betrachten zum Erfolg, der er eigentlich ist. Sylvester Stallone hat mal gesagt, in dieser Zeit von Rocky, ja, mit dem Boxen, hat er gemeint, im Leben geht es gar nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst, sondern wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem weitergehen. Und wenn wir das noch weiterdenken und uns mal anschauen, wer wir heute so sind, dann ist es so ein ganz buntes Bündel an Erfahrungen unseres Lebens, die uns geprägt haben. Und wenn wir noch genauer schauen und uns ansehen, was sind so die wesentlichen Dinge, die mich heute ausmachen, so wie ich bin, dann haben diese Qualitäten ganz oft mit den Momenten im Leben zu tun, wo wir schon gescheitert sind, wo wir dachten, hey, von hier aus kann ich nicht mehr weitergehen und die das Erlebnis hatten, na, da ist irgendwie ein Licht und ich kann aus eigener Kraft selbst die ärgsten Sachen überwinden. Ja? Ein Teil von dem, von der Person, die ich heute bin, besteht aus diesem Scheitern. Ein Teil meiner Schönheit besteht aus Scheitern. Deswegen heißt der Vortrag heute auch die Schönheit des Scheiterns, weil es auch einfach ganz viel von unserer inneren Schönheit ausmacht. Und Erfolg allein, glaube ich, macht noch längst keinen Charakter. Ich glaube, das Scheitern schon. Deswegen viel Spaß beim nächsten Griff ins Klo. Danke euch. Vielen lieben Dank, Nancy Krüger, für diesen spannenden, inspirierenden Talk.